Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zum nächsten Unboxing. Ja, ich weiß, das letzte Unboxing war schon einige Monate her und außerdem kamen die Unboxings auf meinem Kanal generell so häufig wie ich, wenn ich mir mal eine Viagra-Pille einwerfe, aber das nur nebensächlich. Naja, jetzt ist auf jeden Fall wieder so ein bisschen Unboxingszeit und ja, heute kam ein Paket für mich an, so ein kleines Paketchen, so ein weißes Stück irgendwas, keine Ahnung. Ich habe es schon mal aufgemacht, weil ich wissen wollte, was drin war und ja, das hat mich doch positiv überrascht, möchte ich sagen. Die einen oder anderen haben es auf Twitter mitbekommen, was ich schon bekommen habe. Bitte nicht in den Kommentaren spoilern, das wäre nicht so nett. Und ja, ihr seht, nichts mehr drin, alles leer, guckt. Nichts mehr drin. Kann also weg. Was haben wir hier? Irgendeinen englischen Gutschein. Damit kann ich auch nichts anfangen, weil ich kann ja kein Englisch, ne? Deswegen ist der auch auf jeden Fall weg vom Fenster. So, das, was uns jetzt hier erwartet, meine lieben Freunde und Kinderchens, das ist ein Gerät. Das freut mich schon. Alter, ich wollte schon echt lange haben. Das, Alter. Endlich ist es da. Endlich. Nur ich frage mich, ach komm, machen wir gleich. Jetzt erstmal schön in die Kamera halten. Oh, Mikrofon ist im Weg. So, wie machen das die Beauty-Vlogger so, ne? So. Oder wie machen die das? Mario, ey, wenn du das gerade zuschaust. Mario, ey, Mario. Wie machen das die Beauty-Vlogger so, ne? Richtig, irgendwie so. Naja, das Samsung Galaxy Alpha ist heute angekommen. Und ja, das zeugt von einem Unboxing, würde ich sagen, aber richtig krass. Galaxy Alpha, richtig geiles Telefon. Hier wird uns eine Menge versprochen auf der Rückseite. Klar, das kann die Kamera jetzt nicht erkennen, weil unscharf und so und weil schlechte Kamera, ne? Schlechte Webcam. Aber ist auch egal, ich würde euch nur mal zeigen, was draufsteht. Jetzt habt ihr es gesehen. So, Pech gehabt, ne? Jetzt könnt ihr euch ein Bild davon machen. Naja, machen wir einmal die Verpackung auf. Und was mich gerade so ein bisschen wundert, ist... Ist das nicht normalerweise so versiegelt mit so einem Siegel? Ich weiß nicht, also das sieht schon richtig klebrig aus. Also das ist so ein bisschen klebrig, falls ihr das seht. Ne? Das ist ein klein wenig klebrig hier. Und keine Ahnung, wie alt das Handy schon ist oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch das durchschneiden für das Siegel oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir jetzt einmal unsere Zauberstabbox auf. Naja, unser Handy. Unsere Handybox. Und... Das ist das Telefon, meine Freunde. Das ist das schöne Telefon. Galaxy Alpha steht drauf. Sehr schön. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt beim schönen Hand-On wieder. Das war das Unboxing so im Großen und Ganzen mit meiner Fresse drin. Und das richtige Unboxing, wo gezeigt wird, was drin steckt, das sehen wir jetzt aber vorher, Leute. Ihr müsst wissen, ich hatte kurz vor dem heutigen Zeitpunkt immer ein Huawei S10P-Scheiße dabei. Ja, seht's euch an. Das werde ich fürs Erste wohl nicht mehr brauchen, deswegen würde ich sagen. Das war's erstmal mit dem Handy. Das brauche ich jetzt in dieser Zeit erstmal nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns jetzt erstmal auf meinem schönen Tisch das Unboxing in par excellence an. Also bis gleich. Boah, ey. Leute, wisst ihr was? Ich wollte so ein Unboxings-Video schon immer mal machen. So richtig krass, weißt du, so richtig gute Aufmachen. So ein schöner Ikea-Tisch und sonstiger Shit. Und ja, richtig geil. So, was haben wir hier, Leute? Habe ich euch eben auch schon gezeigt. Das schöne Le Galaxy Alpha Verpackungsgedöns. Machen wir mal auf. Legen aber das Handy raus. Gucken wir uns gleich an. Oh, ohne Scheiß, ich wollte das echt schon immer mal machen. Das ist echt ein noch nie dagewesener Moment und ich kann es jetzt endlich machen. So, was haben wir denn hier drin? Da haben wir so ein kleines, ja, so eine kleine Box, würde ich schon fast sagen. Und da haben wir folgenden Stuff drin. Bedienungsanleitung. Oh, die Lichtverhältnisse hier ist eigentlich nicht normal. Hier seht ihr, ne? Le Kamera de la Scheiße. Ich glaube, die kann sich auch gar nicht scharf stellen, oder? Ich habe keine Ahnung. Naja, ist auf jeden Fall eine Bedienungsanleitung auf Italienisch oder so. Irgendwie so. Es kann auch sehr gut sein. Ich glaube, das... Smartphone kommt auch ursprünglich aus Belgien oder so. Naja, was willst du da machen? So ist das Leben. So, was haben wir hier? Erstmal das High-Power-Ladegerät, wie ich gehört habe, und das USB-Kabel. Ne? Micro-USB to USB. Dann haben wir hier ein richtig, ja, ein langes Gerät, ne? Richtig lang, der Scheiß. Das ist der Akku und
Ja, kommt auch mal beiseite. Oh mein Gott, das sieht man noch. Weg damit jetzt. Los. Weg, weg, weg. Husch. Meine Fresse. So. Da haben wir hier noch... Oh, das zeige ich euch gleich. Hier haben wir erstmal die Kopfhörer. Die schönen, leckeren Kopfhörer. Richtig geil. Ne? Hat doch was, oder? Richtig schön edel. Werde ich mir gleich beim Zigarettenrauchen erstmal geben. Und dann haben wir hier die quasi die Ersatzpins für die Kopfhörer. Oh mein Gott, die Lichtverhältnisse, ne? Kann ich das irgendwie abstellen? Scheiß Lichtverhältnisse. Alter, das Lichtverhältnis ist echt scheiße. Das muss ich sagen. Fuck. Naja, auf jeden Fall sind das die Pins für die Ohren. Jetzt sieht man es, glaube ich, ein bisschen. Ja. Okay. So, damit ist der Karton leer, ne? Nichts mehr Relevantes drin. Legen wir also auch mal beiseite. Aber diesmal auf diese Seite, weil das ist die Schokoladenseite. So. Gucken wir uns jetzt mal das Handy an. Was erwartet uns denn hier, meine lieben Freunde und Knechens? Was erwartet uns denn hier? So. Da haben wir zuerst mal natürlich hier, ne? Das schöne Display ist auch eigentlich relativ groß, das Handy, wenn ich mal so überlege, ne? Oh, eigentlich schon. Zack, 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 zack. Kommt man auf jeden Fall hin in alle Ecken. Wir sehen, das müsste die Frontkamera sein. Die Lichtsensoren, ne? Da oben das Mikrofon. Oh, das ist echt unscharf, Alter. Kann ich das hier nicht irgendwie scharfer stellen hier? Scheiß Logitech Webcam. So, da haben wir die Klinke für die Kopfhörer. Auf der Rückseite, meine lieben Freunde und Kennerchens. Das Micro-USB. Der Anschluss, ne? Rechts und links daneben sind... Oder ne, nur links, ne? Nur links. Ja, ich labere Scheiße. Hier links seht ihr die Lautsprecher und rechts nochmal ein Mikrofon. Machen wir mal die ganze Verkleidung ab und gucken uns mal die Rückseite an. Und da kommen wir auch direkt mal zum Grund, warum ich mir dieses Telefon überhaupt gekauft habe. Nämlich, schaut euch das mal an. Klar, ne? Ihr kennt ja bestimmt die ganze Samsung Galaxy-Reihe. Ich bin mal so frei und nehme das mal ab, ne? Also... Habt ihr da was gegen? Ist alles cool? Ja? Okay, gut. Ihr kennt ja bestimmt die ganze Galaxy-Reihe, ne? So richtig scheiße, Plastik. Und das Handy hier, Leute. Schaut es euch mal an. So richtig edel aus Edelstahl. Also so richtig schöner Edelmetallrahmen. So ein richtig schöner Edelstahlrahmen. Richtig nice. Oh, sieht das geil aus. Oh, ist das schön, ey. Ich find's richtig nice. So, da haben wir übrigens die Kamera. Döller 12 Megapixel, Döller Handyblitz. Da der Samsung-Schriftzug, ne? Samsung. Und wie gesagt, hier noch Frontkamera und all den Scheiß. Hab ich euch ja alle schon gezeigt, ne? Kennt ihr ja. Machen wir mal die Verkleidung auf. Das geht ja zum Glück noch. Ich glaube, beim S6 geht das gar nicht mehr. Diese Scheiße. Und wir haben diesen... Ja, gut, ne? Kunststoffrahmen, ne? Kennt man ja, aber... Ansonsten, an sich ist es aus Metall. Das ist richtig cool, so vom Gehäuse her. So, was haben wir denn hier? Döller 12 Megapixel Kamera, Döller Blitz. Da haben wir hier noch der Anstecker für den Akku. Und links daneben müsste sich auch der SIM-Karten-Slot befinden, meine lieben Freunde und Kinderchens. Der müsste sich da befinden. Ja. So, falls ihr euch jetzt fragt, wo ist denn der SD-Karten-Slot, Kai? Ja, gibt's nicht, ne? Ist ja eine ganz tolle Scheiße hier. Was ist das denn? Kein SD-Karten-Slot. Naja, ist egal. Müssen wir halt mit 32 GB internen Speicher auskommen. Ist ja kein Problem. Passt schon. So. Ja, gut. Da würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich Akku und all den Scheiß eingebaut habe. Wobei ich das auch jetzt machen kann. Warum denn schneiden, ne? Warum denn schneiden? Machen wir jetzt. Ich darf nur nicht zu doof sein und das nicht aufbekommen. Also, ne? Man muss ja alles zeigen, ne? Ist ja ein Unboxing und... Ja, das Unboxing ist jetzt vorbei. Jetzt kommt das Hand-On. Erstmal schön pusten. Und ja, das Unboxing war eben. Jetzt kommt das Hand-On. Und es fängt jetzt an. Dam, 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 da, dam, 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 da, dam, 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 da, dam, 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 dam. So, Akku ist eingesetzt. Sehr schön. Die Hülle muss auch noch eingesetzt werden. Haben wir. Super. So, sitzt auch richtig drauf. Sitzt, wackelt und hat Luft. Sehr schön. Damit würde ich sagen, ja, muss ich jetzt noch die perfekte Position rausfinden für das Handy, denn ich zoome jetzt ein bisschen ran, könnte man sagen. Ich denke mal, ups, ah, da sieht man mein Spiegelbild. Ah! Machen wir mal das Handy an, würde ich sagen. Und los. Schaut mal, ist das nicht schön? Die Scheiße ist jetzt,
Die Scheiße ist jetzt, dass ich das quasi in Richtung Kamera halte und das heißt, ja, das ist quasi jetzt von mir weg. Das ist total scheiße. Die Kamera ist, die Webcam-Kamera ist so scheiße, ne? Alter, ist die Kacke. Meine Fresse. So. Die kannst du auch echt nur auf 720p stellen, die Scheiße. Und hat nur 15 FPS, ist doch nicht normal. Meine Fresse. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm für euch, dass ich das jetzt hier so anstelle. Für mich selber quasi, ne? Also, ich suche mir gerade jetzt gerade die Sprache aus. Deutsch, Deutschland. Und starten wir direkt mal mit dem Galaxy... Galagladi. Galaxy Alpha. Ein richtig cooles Telefon, wird auch gar nicht mehr hergestellt. Hat mich ungefähr 350 Euro gekostet, plus 10 Euro Versandkosten, 360. Ist für ein Octa-Core-Prozessor-Handy richtig gut eigentlich, muss ich sagen. Ne? Für gewöhnlich eigentlich schon, ne? So, SIM-Karte einsetzen, nein, möchte ich nicht. WLAN, kommt alles gleich. Kommt auch alles gleich mit der Uhrzeit, mache ich gleich alles selber. Ja, nehmen wir an, alles cool. So, Google kommt auch gleich. Ich hätte es vielleicht schneiden sollen, aber scheiß drauf. Auch später einrichten. Können wir alles später einrichten, was ist das denn? Zulassen, dass App ihren Standort mit Google, nein. Sie halten mehr relevante Informationen durch, nein. Nein. Zur Verbesserung der Genauigkeit und der Standardstimmung, Bestimmung und für weitere Einsatzzwecke können Google Standarddienste und andere Apps in der Nähe, nein. Weil nein. So, das Telefon gehört. Ja, keine Ahnung, ne? Wie heiße ich denn? Ich würde einfach mal sagen, ich versuche mich mal Random Kai zu nennen, aber wird ja nicht klappen, weil die wollen ja noch einen Nachnamen von mir haben. Vielleicht geht das jetzt so. Es geht so, okay, ohne Nachnamen. Cool. Super. Überspringen wir auch alles und da würde ich sagen, was steht da? Samsung-Konto. Überspringen. Kann es sein, dass ich hier irgendwie noch so eine Verkleidung noch abmachen muss? Ich habe hier eben Kleber gespürt. Achso, nee, warte mal. Es war noch nicht richtig zu. Bin so dumm. Wobei es doch eben zu war. Ich bin so dumm, ne? Naja, ist auch egal. Dropbox brauchen wir nicht. Erstmal 1000 Apps, die wir deaktivieren, weil wir das nicht brauchen. Random Kai, Galaxy Alpha. Sehr schön. Ja. Damit sind wir auch schon, meine lieben Freunde, beim guten Homescreen. Ich mach mal direkt die Helligkeit runter, weil das ist doch zu hell, oder? Obwohl, jetzt ist es zu dunkel. Nein! Gucken wir mal, wie das für die Kamera perfekt ist. Wie gesagt, es tut mir leid, ne? Es ist eine Webcam-Kamera, die kann gar nichts. Aber es ist sowieso kein professionelles Hand-on und Unboxing. Es ist einfach nur so just for fun. I wanna zeigen you how my handy is now. Und ihr seht. Oh. Oh. Krass. My Magazine ist übrigens ein von Samsung kommendes Nachrichtenmagazin. Und das ist ziemlich cool. Was steht da? Die Menütaste wurde gegen die aktuelle Anwendungstaste ausgetauscht. Was? Nein! Was machst du da? Mach keinen Scheiß mit mir. Hallo? Mach nur shit mit mir, man. So, das ist das Telefon, meine lieben Freunde und Kinderchens. Ihr seht, ui, ui. Richtig cool, ich stehe voll drauf. Akkumäßig 57%, hat noch einigermaßen durchgehalten. Und, ja, gucken wir mal, was der RAM sagt. Hallo? Was machst du da? Bitte was? Sollst nicht nach Google-Dings gehen? Hallo? Das sollst du auch nicht. Zeig mir den RAM an, Mann. Zeig mir deine scheiß RAM an, Bitch. Wie hab ich das eben gemacht? Hallo? Ah, hier. Ah, aktive Anwendung, alles klar. So, wir sehen, es sind knapp 1,83 GB an RAM frei. Das ist richtig gut. Und My Magazine schließen wir mal. Und ja, wie ihr seht, alle Anwendungen sind an sich geschlossen. Es gibt keine aktiven Anwendungen. Deswegen würde ich sagen, können wir auch wieder zurückgehen. Und ja, das war mein kleines, bescheidenes Unboxing zu diesem Telefon. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. War ein bisschen unkoordiniert und scheiße, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem damit leben. Auch mit diesem professionellen Rollertisch. Der ist sehr schön. Von daher gesehen, das war's fürs Unboxing. Macht's gut. Das nächste wird dann in 3 Jahren oder so kommen. Nee, Spaß, keine Ahnung, aber schauen wir mal. Das war's auf jeden Fall fürs Unboxing. Von daher gesehen,
Ja, haut rein. Ciao. Ach ja, kurz bevor ich es vergesse, da ist übrigens die Ausschalten-Taste und da seht ihr die Laut- und Leise-Regler-Tasten, werdet ihr auch jetzt sehen. Ja, und ich würde sagen, mit der Berührung auf den Touchscreen beende, ne, würde ich sagen, war es das für den Unboxings-Part. Macht's gut, haut rein, ciao.